So, ein herzlich willkommen zurück zu nein, mein Test Quest Server Let's Play. Genau. Ja. So, kannst aufbleiben. So. Warum da oben? Warum nicht hier unten? Hä? So, Let's Play mein Test und so. Genau. Nachdem wir ja genau hier letzte Folge so kläglich daran gescheitert sind, unser Wasserkraftwerk da aufzubauen. Ja, machen wir es diesmal. Ich bin am Überlegen, ob ich da so einen richtig schönen Raum für mache, extra. Weiß ich aber noch nicht. Weil irgendwie habe ich halt Lust drauf. Ne? Ich meine, wir haben jetzt schon so ziemlich verkackt. Und ich bin irgendwie so, ich hätte dafür gerne tatsächlich irgendwie einen richtigen Raum, wo man auch reingehen kann. Ich weiß halt nur nicht, ob wir das so realisiert bekommen. Gut, von daher würde ich mal sagen, wir machen erstmal Folgendes. Hier hinter geht der Schacht lang. Baue ich das in die Richtung? Würde das Sinn machen? Weil hier hinter, hier haben wir halt kaum Platz. Da kommen ja die Beete. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß nicht, wie es da jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe das Ganze da ist. Ob wir da tatsächlich unter den Beeten durchkramen könnten, aber andererseits ist der Raum ja auch nicht zum Reingehen gedacht. Von daher, warum höre ich eigentlich gerade nichts? Ah, jetzt höre ich was. Okay. Von daher will ich da drin auch nichts bauen, weil dann müsst ihr wohl darauf aufpassen, dass es da auch schön aussieht. Ich persönlich bin also doch eher dafür, dass wir einfach hier weitergehen. Von daher, da kommt ja auch irgendwann ein Wasser von oben. Das können wir uns in unser Wasserkraftwerk schön mit einarbeiten. Erstmal machen wir uns mal hier einen Weg frei, ein Räumchen frei. Licht. We need more Licht. Danke. So, dann nehmen wir mal die Fackel in die Hand. Da fackeln wir nicht lange. Voll witzig, Ronny. Finde ich voll geil und so. Ich mag dich. So, jetzt folgendes. Wir müssen mal überlegen. Ich würde gerne es so haben, dass wenn man hier reinkommt, man einen Steg hat. Das wird halt nie im Leben funktionieren. Also, dass man hier einen Steg hat, die eigentlichen Generatoren sind unter einem und das Wasser kommt hier so seitlich, so rein in so ein seitliches Becken. Und die strömen dann halt zu den Generatoren. Ich habe aber, wie gesagt, keinen Plan, ob wir das so hinbekommen werden. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man das so ungefähr anbinden könnte. Das würde bedeuten, wir müssten hier erstmal ein bisschen runter. Noch eins runter? Fragezeichen? Nee. Doch, genau, auf der Höhe ist der Steg. Das heißt, die Generatoren wären auf der Höhe. Also müssen wir hier auch nochmal eine Ebene frei machen. Das auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal die ganze Sand weg. So, dann muss die Steinreihe auch weg. Dankeschön. So. Genau, hier wird dann die Turbine hinkommen.
Was halt auch gehen würde, ist, wenn das Wasser nur von einer Seite kommt. Ich weiß nicht, ob das Wasser dafür weit genug fließt. Ne, wenn ich jetzt hier hinbaue und das Wasser quasi von da kommt, dann wäre quasi hier, hier und hier fließendes Wasser auf jeden Fall. Nur ich weiß nicht, ob es auch ausreicht, dass das Wasser bis da hinten fließt. Das müssten wir dann mal ausprobieren. Wir bauen einfach mal so ungefähr. Genau, das heißt, hier hinten wäre wieder Schluss. Dann kommt jetzt das Ding hier weg. So, die Steinreihe muss hier auf jeden Fall auch weg. So, die nächste Steinreihe muss wiederum bleiben. Beziehungsweise, nein, die muss auch weg, aber da kommt jetzt später dieser Monster hin. Also dieser Brickstone. Der da. Der kommt dann hier später hin. Haben wir davon welchen dabei? Ey, wow, drei Stück. Mal gucken, ob wir davon noch umwelchen haben. Hallo, ich würde gerne darauf. Ja. Ah ja, 48 besser als gar nichts. Wir brauchen also noch Cleanstone. Haben wir welchen dabei? Wir hatten ja aber was in den Taschen, aber es war, glaube ich, nur Cobblestone, ne? Ja. Ja gut, wir gehen mal zum Lager. Und holen mal ein bisschen Cleanstone, weil davon werden wir jetzt einiges brauchen. So. Dann lagern wir jetzt mal ein bisschen Cobblestone gleich mal aus. Wollten wir eigentlich schon längst machen. Ach, scheiße. Mach so hier. So, nicht alles. Oh, schon wieder leer. Ha! Das geht aber schnell. So sollte reichen. Dann haben wir noch ein bisschen Cobblestone, ein bisschen Cleanstone. Passt. Meine Cobblestone werden wir eigentlich nicht brauchen, so viel. Ach, ich gehe einfach hier gerade wieder rüber. Aber wir nehmen es trotzdem einfach mal mit. So. Hier kommt dann das hin. Danke dafür. Jetzt ist die Frage, das Wasser müsste hier rauskommen. Fließt es dann aber nach links und nach rechts? Nee, ne? So, ich öffne mal einfach mal hier hinten. Ich öffne mal hier. Hallo? Aha, geht doch. So, es kommt da an. Geht dann nach links und nach. Ja, sehr schön. Okay, das funktioniert. Warte mal ganz kurz. Würde es denn auch funktionieren, wenn ich das aus optischen Gründen doch nur auf einer Seite mache? Also ich finde, wir brauchen Licht hier. So. Okay. Würde es auch funktionieren, wenn ich jetzt aus optischen Gründen jetzt hier mache? Also hier wäre ja eine Wand, auf der wäre eine Wand. Das heißt, an der Stelle würde das Wasser dann auch hier rauskommen. Beziehungsweise, nein, ich mache mal trotzdem da so. So, genau, so wird das Wasser dann ankommen. Aber es schafft definitiv nicht bis da hinten hin. Das wird nicht funktionieren. Ah, sag ich doch. Schade. Ich meine, okay, es würde auch so reichen, wobei auch nicht. Mist.
Okay, dann mache ich jetzt mal wieder zu. Das heißt, wir müssen es doch hier von der Mitte irgendwie ankommen lassen. Okay. Ich schau mal ein bisschen Glas. Ich will da mal nämlich ein bisschen mit Glas rumprobieren. Wir haben da kein Glas mehr. Gut, nämlich das Ding. Sieht ja fast genauso gut aus wie Glas. So, also angenommen, wir machen aus optischen Gründen hier so Glas hin. Das da oben, die Sandschicht kommt ja eh weg. Und statt der Sandschicht kommt Stein hin. Das heißt, man würde aber dennoch den Sandblock da hinten sehen. Das heißt, ich muss tatsächlich den Sand da auch nochmal entfernen. Und dann kommt schon, der kommt direkt schon. So. Gut, dann müssen wir gucken, wie es hier von oben aussieht. Aber so würde es halt funktionieren. Halt mal hier kurz die Luft an. So, als Fußboden nehme ich, lasse ich mal Clean Stone. Die Wände hingegen machen wir dann komplett, ne, die machen wir dann hier Brick, Stone Bricks. Gut, dann machen wir das auch mal. Genau. Oder ich mache das Glas einfach zu Stonebricks. Da kommt jetzt hier einfach aus dem Loch raus. Das ist auch ein bisschen Bullshit. Ich lasse erstmal so. Mit dem Guckfenster. Hallo? Dankeschön. So, hier muss ich mir später noch was einfallen lassen, weil da hier drunter geht dann später das Kabel lang. Das kann ich eigentlich jetzt schon ausheben. Da müssen wir dann später von hier irgendwie ankommen. Puh, oh, Alter. Ich sag mal, wir kommen mal direkt hier hinten raus. Hier, so kommen wir raus. Ich mache dann noch so einen Einstiegsschacht, dass man hier so runtergehen kann. Okay, den muss ich bis weiter hinten machen. So ungefähr. Und dann auf der Höhe ist der Boden. Das heißt, auf die Höhe muss ich hier rausbauen. So, genau. Jetzt ist nur die Frage, wie weit muss ich reinbauen. Scheiß die Wand dann. 1, 2, 3, 4, was? Genau. Mit der Wand 5 Blöcke. Das heißt, wir haben die Wand, 2 und dann nochmal 3 rein. Genau. Sehr schön. Und wir sind schon wieder verhungern. Und noch kein Essen dabei. Wir haben kein Essen dabei. Okay, das ist ein bisschen traurig. Warum kriegen wir keinen Schaden mehr? Achso, durch die Rüstung. Ha.
Oha. So. Dann wirst du wieder da rein. Den Wassereimer können wir auch erstmal da oben reinpacken. Rest ist egal. So. Genau. So. Jetzt erstmal wieder. Alter Schwede, ey. So. Achso, ich sehe, wir müssen noch eins. Wir müssen noch eins runter. Macht das Sinn? Ja, wir hätten hier quasi einfach. Ah. Das hier hätten wir so lassen können. So hier. Wir müssen dafür noch eins runter. Ich gehe mal hier zwei runter. Damit wir, wenn das Kabel hier runter geht, wir selber aber trotzdem noch mit lang kommen. Warum tue ich das gerade? Ich habe keine Ahnung. So, an der Stelle kommt jetzt das Kabel lang. Kann man nicht durchlaufen. Schade. So. Kabel ist schon mal verlegt. Jetzt müssten die schon mal, genau, mit der Wassermühle verbunden sein. Mit dem Netzwerk verbunden sein. Die selber sind ja die Wassermühle. Ha! So. Sehr schön. Darauf kommt jetzt nochmal der Steg. So. Hier kann zubleiben. Genau. Dann kommt jetzt hier wieder der restliche. Das Zeug rein. Mache ich zu oder lasse ich da einfach auf? Ich glaube, ich lasse da auf. Na doch, sieht so keine so schlecht. Ach komm, hier. Zu. So, jetzt erstmal die ganzen Fackeln weg. Die geht natürlich gleich das Licht aus. So, Steine weg. Und stattdessen kommen richtige Steine. Und da sind die Steine auch schon leer. Das Ganze war jetzt so. Genau. Tja, müssen wir später noch die Decke machen. Da weiß ich noch nicht genau, wie wir das implementieren wollen. Mist, die Steine hätten wir gar nicht hinmachen müssen. Achso, kann ich doch wieder abbauen. Ich schon wieder. Mache ich am besten jetzt gleich. Erstmal ein bisschen Fackeln platzieren. Ach, wie Nähchen hier. Gott. So.
Gut, ich meine, die Fackel mache ich später wahrscheinlich wieder weg, weil da kommen ja wieder so eine Lampenwind wie hier. Aber erstmal können sie da bleiben. So. Du kannst weg. Ihr drei könnt weg. Ach, komm ich mal ab hier. Wo sind die jetzt? Da sind sie. Hast du schon wieder alles verbraucht? Okay. Wo sind meine ganzen Steine hin? So, so. Perfekt. Damit ist der Grundraum schon mal fertig. Das heißt, wenn ich jetzt das Ding hier aufmache, dann müssten die alle gleich auf 100% gehen. Und wehe nicht. Dann gibt es aber Krieg hier, ne? Dann ist aber hier Feierabend. 80, 22, 26. Warum zur Hölle 26? Hä? 40? Och, jetzt sagt mir nicht, dass es auch danach geht, wie hoch das Wasser ist, was da lang geht. Das wäre jetzt absolute Katastrophe. Nee, ne? Das 44. Na gut, höher geht er trotzdem nicht. 26. 26. Ach mal. Der müsste jetzt hier komplett eingeschlossen sein. Ich verstehe das gerade nicht wirklich. Wie muss man denn diese Dinger bauen, damit die wirklich 100% geben? Okay, wir müssen jetzt mal mit den Dingen ein bisschen rum experimentieren. Das funktioniert ja alles nicht. So, lass mich mal durch, bin Arzt. Okay, also angenommen. Gibt es hier vor mal ein Plätzchen, wo man rum experimentieren kann? Nee, ne? Das brauche ich dafür mal kurz mein Hotel. Da weiß ich jetzt, dass ich eine ebene Fläche habe. Oder hier. Hier habe ich auch eine freie Fläche. Egal. Ich mache es hier. Hier habe ich eine ganz große freie Fläche. So. Also. Ich habe den Wasser einmal weggebracht. Ich krieg eine Krise. Oh. Oh mein Gott. Ja gut. Also wenn einem das Spiel so ficken möchte, dann so richtig, ne? Also dann wirklich so komplett, hast du nicht gesehen. Oh, jetzt ist der Sprint unter die ganze Zeit leer. Ah ja, nächste Folge wieder. Bis dann.